Ja, Patrick ja. Richard, Vize-Chef 1. Vize-Chef bei What's for Beats mit Patrick Richard. Und heute ein ganz besonderes Spiel. Wir haben auf unserer Facebook-Seite, übrigens, wenn ihr da noch nicht seid, geht mal hin, What's for Beats hat auch eine Facebook-Seite, aufgerufen nach Beat-the-Chef-Spielen. Und wir haben uns ein wunderbares, was heißt wir, Patrick hat sich ein schönes Spiel ausgesucht, das heißt? Es heißt das Tamponspiel. Das Tamponspiel, ja. Das kommt von Sonja Lindenbeck. Ganz tolle Idee, deswegen kriegst du auch eine schöne CD von Patrick. Ich muss echt sagen, ich habe diesen Namen gelesen, Tamponspiel, fand es spannend so irgendwie und jetzt stehe ich hier und muss das machen. Danke, Sonja. Viel Spaß mit der CD auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, sie gefällt dir. Ja, ich hoffe auch nicht. Nein. Auf jeden Fall, wenn ihr immer das Neueste geht auf Facebook, da seht ihr das. Ziel des Spieles ist es. Lass mal hochgehen, wir erklären es oben. Bitte. So. Patrick und ich haben hier unten einen Tampon baumeln, wie man hier sieht. So. Hängt deiner eigentlich tiefer als meiner? Nicht, dass ich wüsste. Also nicht der Tampon. Oh Gott. Den muss ich jetzt mitnehmen. Ja, das stimmt. Okay. Weißt du, okay. Du hast das Tamponspiel ausgeführt. Ja, du nicht mal über diese Sprüche. Ja. So, pass auf. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt so tief bücken, dass dieser Tampon in diese Wasserflasche kommt. Und dann muss er sich vollsaugen. Wer zuerst diesen Moment abpasst, wo man die Flasche mit dem Tampon anheben kann und diese Flasche in diesem Teller platziert, der hat gewonnen. Schön erklärt. Ja, ne? Ja. So. Ich würde sagen, wir machen Fuß daneben und Schön dann... Glück. Dir nicht. Bist du bereit? Ja, wie so bereit, wie man so sein kann für so eine... Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Nimmst du die Hände zur Hilfe? Nein, natürlich nicht. Das war ein Tampon, aber das mache ich nicht. Das wackelt aber. Ja. Oh. Ist einfach schon drin? Ja. Satan, ey. Scheiße, ey. Nee, das reicht doch nicht. Boah, ist aber anstrengend auch, ne? Oh, jetzt, ja. So, komm. Unentschieden! Wie geil ist das denn? Das war aber auf den Punkt. Jetzt haben wir die aber so hängen, hier die Flasche. Ja, die lassen wir doch einfach hängen. Ja. Würde ich sagen, oder? Bis die doch kommt. Ey, das war ein krasses Unentschieden. Ja. Das war aber auf den Punkt. Glückwunsch. Ja, was machen wir noch? Ich weiß nicht, lass doch jetzt mal in die Stadt gehen, mal gucken, was passiert. Ja, okay. Oder? Lass mal Vize-Chef mit Patrick Richard. Sehr schön. Du, da hängt was. Ja. Ja, das war ein gepflegtes Unentschieden bei Beat the Chef. Also geht auf Facebook, postet uns Ideen, was wir bei Beat the Chef machen sollen. Wir freuen uns. Wir haben aber nicht nur gespielt, wir haben auch gegessen und gequatscht. Das seht ihr in der Dinner Time. Und Unplugged Mats Mutzke war auch schon da. Schaut es euch an und wenn ihr denkt, Mensch, das will ich jeden Tag haben, dann abonniert es doch. Prost.